Ein Und Wartezimmer. Nun sehen wir hier, dass die Tür... Oh ja, komm, schöne Poster an der Wand. Geschlossen ist. Ich bin jetzt zuvor gekommen. Genau. Also fahren wir gleich in den dritten Stock. Aber wir sehen hier schon Nurse Center und Operation Peep Room. Intensive Care Unit. Da stand Operation Peep Room. Peep Room. Da piept man immer, oder? Operation Peep Room. Warum piep ich denn dann dauernd? Da erzeugen die dieses Piepen, weißt du, dieses Piep. Ah, ja. Nein, ich dachte, ja, das ist ja nur, wenn man tot ist. Ja, ich weiß, das alles. So, und sehen Sie die Tür auch zu? Oh nein. Echt? Ja. Wusste ich nicht mehr. Ja, die jetzt sind wir natürlich hilflos, weil wir waren in allen Stockwerken. Richtig. Und also wollen wir wieder zum Klo. Da haben wir, glaube ich, gesagt, wollen wir wieder zum Klo. Anscheinend ist das Klo doch wichtiger, wie bei Super Mario Sunshine, dass das Klo auch so wichtig ist. Ja, aber war ja beim... Eine 4! Oh mein Gott. Wo kommt die plötzlich her? Gott. Das geht nur in Silent Hill. Es ist natürlich völlig unlogisch, dass da plötzlich viel Stock ist. Ja, geheimer Fahrstuhl, sag ich nur. Aber vielleicht wären wir doch lieber zu den Klos gegangen. Richtig. Denn an diesem langen Laden merken wir schon. Ja, da haben wir schon gedacht, hä, Zwischensequenz? Oh, okay. Ach ja, das, was soll das sein? Ich verstehe es auch jetzt nicht. Ich weiß es nicht. Eine, sieht aus wie eine Frau, ja, die irgendwo reingeht. Was steht da? Boutique? Ja, in einem... Nur die Frage ist, warum kommt das jetzt? Das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was hier jetzt ist. Wer weiß. Es ist ja auch nicht hier, sondern irgendwo anders. Genau, wir sind jetzt nämlich im anderen Silent Hill. Ja. Auch hier im Krankenhaus. Sieht richtig schön aus. Und ging diesmal schneller als in der Schule. Da mussten wir ja noch vorher Rätsel lösen und sowas, haben die ganze Schule schon durchquert. Und jetzt sind wir plötzlich jetzt schon im anderen Silent Hill. Hier hatte man keine Karte im vierten Stock. Aber was es jetzt mit der Boutique soll, das verstehe ich nicht. Vielleicht ist es ein Fehler, dass das falsche Video geladen wurde. Da hast du das gerade gehört? Ja. Das war eine Tür. Nicht voll Angst. Es ist alles sehr komisch. Ich hatte Angst. Besonders ich würde Angst haben. Warum bin ich jetzt nicht in die andere Tür gegangen? Gehst du da nie rein? Weiß ich nicht. Das wäre schon mal ein guter Hinweis, wenn wir das nächste Mal spielen. Ja, ist für uns auch ganz gut, ne? Sich dieses, das war nämlich, hier ist nämlich alles abgeschlossen, ne? Ja, ich glaube schon. Wahrscheinlich war das die einzige, die auf war. Und wir haben, das passt ja, weil wir wissen, kommen wir gerade nicht so richtig weiter. Müssen wir da nochmal hingehen beim nächsten Mal. Ja, sind wir wirklich nicht reingegangen. Ja. Taschenlampe an. Aber ich finde, die Türen sind hier auch schwer zu sehen, weil die fast so aussehen wie Wände oder irgendein Deko. Da schon wieder. Was sind das, ey? Das ist wie das Quietschen in der Schule. Genau, das haben wir genau an der Stelle auch gesagt. Jetzt gehen wir mit der Treppe. Ja, jetzt hörst du das auch, aber dieses... Ja. Das hast du nämlich letztes Mal irgendwie nicht gehört. Das ist voll eklig, ey. Okay, ich hör's nicht. Geh mal. Du weißt nur nicht, was ich meine. Das ist die ganze Zeit. Das war ja klar. Ja, aber das ist so, als wäre es auf Klavier. Ah ja, da habe ich richtig Schiss gekriegt. Ja, da sehen wir jetzt nämlich zum ersten Mal einen neuen Gegner-Design. Da habe ich noch nicht mal gewusst, was ich da gerade sehe. Das sieht man ja auch nicht. Wie lange du da einfach nur stehst. Ja, ich hatte keine Lust, sie anzuschießen, weil sie sich dann zu mir bewegt. Sie, es ist nämlich eine verdammte Krankenschwester. Da wusste ich es immer noch. Jetzt habe ich es gesehen. Da habe ich gesehen, dass es eine Krankenschwester war, weil da habe ich immer noch nicht verstanden, was ich da gesehen habe. Mit einem irgendwas komischen da als Buckel. Das ist irgendwie das Ekligste an der ganzen Tussi. Was und irgendwie so eine Spritze oder was in der Hand, ne? Ja, oder ein Skalpell ist das, glaube ich. Ja, ein Skalpell ist das. Aber wir haben sie getötet. Auf jeden Fall ist es jetzt auch logischer, dass es vorher in der Schule waren es eigentlich Kinder. Es ist hier nur die deutsche Version und da ist das, sind das halt komische Maulwürfe. Mhm. Also so schlimm finde ich das jetzt nicht, aber wäre irgendwie cooler. Ganz logischer. Ja. Mhm. Aber Kinder dürfen nicht sterben. Ja, vor allem nicht, wenn man sie selber abschlachtet. Ja, genau. Oh, hier sind wir jetzt in der Toilette. Ja, da habe ich gesagt, das ist immer so auf dem Männerklo, es ist immer dreckig. Und da finden wir eine Schildkrötenplatte. Ja. Wir wissen, ich finde, das sieht aus wie ein Stück Seife. Ich finde, das sieht aus wie diese, dieses Spiel, dieses China-Spiel, dieses japanische Spiel, wo die ganzen Dinger... Mahjong. Mahjong. What the fucking freak war das? Ich hab... Hä? Ich wusste jetzt noch, dass das passiert. Ich nicht. Und es hat auch überhaupt keinen Sinn. Es ist einfach nur dumme Arschlöcher, diese Spielemacher, die ihn einfach nur verarschen wollen. Hilfe? Diese Musik, ey. Und mal wieder kommt man nicht aufs Mädchenklo. Ja, das ist echt traurig. Das ist echt, echt arschig. Guck mal, zum Beispiel diese Tür da sieht nicht aus wie eine Tür, durch die man gehen kann. Mhm. Das ist aber der Durchgang in den nächsten Flur. Oder konnte man da durch? Keine Ahnung. Wir probieren es gar nicht erst. Mal in die anderen Sachen. Und gehen erstmal hier hin.
ein Trockner. Trocknerraum. Nämlich keine Waschmaschine. Ja, wie wir dachten. Hier sind mehrere Trockner im Augenblick nutzlos. Im Augenblick? Im Augenblick nutzlos. Haben wir irgendwas, was wir trocknen wollen? Oder erhitzen oder so. Ja, die Plastikflasche zusammenschmeißen. Erhitzt das ja irgendwie nicht. Ja, so klar, ist Trockner, im Trockner ist heiß. Ja, wie heiß denn? Ich glaube nicht, dass das mega heiß ist. Wer weiß. Ich war da noch nie drin. Oh, zwei Krankenschwestern und ein Loch im Boden. Es ist ja, da wussten wir noch nicht, kann man in diese Löcher reinfallen oder nicht. Wissen wir das überhaupt jetzt schon? Nö. Ja. Wir gehen jetzt, glaube ich, wieder zurück, weil das war Johannesburg zu schlimm mit den Krankenschwestern. Ja. Nein, nein, nein. Da habe ich gesagt, dass ich das nicht machen wollte, weil ja noch andere Räume waren. Eigentlich hatte ich Angst. Ist echt geil. Das ist gerade ein Let's Play, in dem wir sagen, was wir mal gesagt haben. Ja, ne? Ein Vogelkäfig. Ja. Was macht der hier in einem Krankenhaus? Das verstehe ich nicht. In einem Berg. Ein Vogelkäfig, erst leer. Ne, so unter Tage wäre das vielleicht sinnvoll, aber im Krankenhaus. Und was der auch soll, das weiß ich nicht. Ob der überhaupt noch einen Sinn hat. Man weiß es nicht, ne? Guck, jetzt ist er sogar ganz oh, hier können wir speichern. Genau. Das war der Raum 302. Wenn ich mich nicht irre. Richtig. Und Schrotflintenpatron. Oh, und ein Fernseher, da können wir gleich mal irgendwas gucken. Videorekorder, er ist alt, aber noch brauchbar. Ja, stimmt, das schreibt er jetzt auch auf die Karte. Ja, das bedeutet, der wir werden Harry irgendwann eine Videokassette finden. Und da... Das wird jetzt schon nicht schön, das zu gucken. Mhm. Weil das ist wahrscheinlich ich bin Nummer 4 oder so. Oh. Oder dieser schlechte Michael Jackson Film oder so. Hä? Meinst du aber nicht? Is it scary? Nein. Dieser mega kack Scheißfilm. Also, ich weiß nicht, was du meinst. Ich sag einfach so. Doch sogar mal auf Video oder so. Oh ja, da ist mir aufgefallen, dass die auch noch schnell sein können. Ja, stimmt, stimmt. Ist sie einfach nur ganz langsam hergetrottet, wenn man das gewohnt ist von komischen Monster-Zombies. Einmal umsonst geschossen. Ja, das war egal. Da habe ich es eher nur rumgeballert. So, da ist irgendwas Komisches in der Wand. Ja. Ich weiß nicht, was das ist. Eine Stahlplatte ist an die Wand geschossen. Ich glaube, das soll sein, da wäre eigentlich wieder so eine komische Platte, aber die ist nicht da. Weil die haben wir sozusagen schon gefunden. Eigentlich klemmen die immer an diesen Dingern dran, oder was nicht. Weiß ich. Tonikum. Es hat bestimmt noch irgendeinen Sinn. Tonikum, das wir jetzt auch nutzen, ne? Ja. Nochmal. So. Das war der Raum schon wieder. Sehr kleine Räume die ganze Zeit, ne? Jetzt kommt ein großer, jedenfalls angeblich auf der Ach nee, das war der. Der ist doch auf der Karte so groß. Mhm. Auf der Karte ist der größer als in Wirklichkeit. Das muss ja auch irgendwas heißen, ne? So. Ja, das Gerätbrot geht wie immer sehr langsam. Aus Ängstlichkeit. Aber hier ist doch... Dein Radio warnt dich doch. Nee, ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe. Weil es zu schwer zu steuern ist, so wenn man rennt. So Shenmue-Style. Jetzt sind sie schon wieder hier, die Bitches. Ja, jetzt kommen wir mal in den Storage Room. Ach nee, erstmal. Ach nee. Die wollten wir eigentlich nur aufschließen, ja. Haben wir gemerkt, die ist ja doch offen. Was komplett unnötig ist. Aber dafür ist ja jetzt ein Pfeil. Weil das ist dann immer später, sieht man dann, da sind wir noch gar nicht durchgegangen. Ja, oder? Stimmt. Und gucken, was hier so gestoraged wird. Hilfe! Ach, da haben wir immer gedacht, irgendwas rennt auf einen zu oder so. Was ist wieder mal nur... Soundkulissen, Kacke. Das war richtig eklig. Jetzt versperren dir Tröpfe den Weg. Und das schillt immer an und ab. Darum denkt man immer, das kommt auf einen zu, aber... Es ist einfach nichts. Und da hinten liegt noch irgendwas. Ja, man kann jetzt auch immer drauf achten, ob wir irgendwas vergessen haben und so. Naja, hier sieht man die Gegenstände ja besser als bei Resident Evil, ne? Ja, das stimmt. Also muss man einfach überall rumklicken und dann sagt er plötzlich ein Päckchen Kacke. Ja, das sagt er auch ganz oft. Besonders, wenn man Jill spielt, dann sagt er das auch immer. So, jetzt finden wir hier was ganz Komisches. Ach ja, eine Blutkonserve. Die können wir mal in Trockner tun und gucken. Ja, man kann das Blut in die... Ach nee, kann man ja nicht. Man kann nichts kombinieren, das ist ja die Scheiße. Das ist ja auch kein Adventure.
Aber dann tut man die Flasche in den Trockner, das Blut in den Trockner, und dann verbindet sich das und wird zu einer super Hyperkanone, mit der man die ganze Welt zappalert. So, jetzt müssen wir leider die Nurses töten. Ne, Nurses. Leider. Ich habe natürlich Angst, weil es zwei sind. Jetzt wollen wir auch die Schüsse zählen. Allerdings sind die irgendwie bei allen unterschiedlich. Oh. Klingt ja ganz witzig, die Frau. Übrigens, ach ja, wir wollten noch nicht sexistisch sein und sagen, dass das auch eine Ärztin ist. So, ja. Nicht nur eine Krankenschwester. Aber ich weiß ja nicht, dieses Hütchen. Ja, nur, ne? Krankenschwestern, glaube ich. Glaube ich auch. Außerdem gibt es ja ein Nurse Center. Da hatte ich ja auch mega Angst vor dem Nurse Center, ne? Ja, aber das ist ein Center voller Nurses. Ja, genau. Nurse heißt übrigens Krankenschwester. Ja. Falls jemand kein Englisch kann oder so. Oder was das für eine komische Sprache ist. Nicht getroffen. Getroffen. Ja. Komischerweise mit 3 Schüssen tot. Ja. Und noch nicht mal treten muss man. Vielleicht haben sie sich ja eben gegenseitig gebettelt, so. Mein Skalpell ist viel cooler als deins. Oder so. Ja. Guck, da habe ich nämlich gerade getestet, ob man ins Loch reinlaufen kann. Ach so. Ich dachte, du bist einfach dumm. Oh, ich habe auch trotzdem immer noch Angst vor diesem Geräusch. Ich guck mich dann auch mal ganz schnell in dem Raum um, falls irgendwas auf einen zusprintet. Ja, hier hängt jetzt nämlich wieder was an der Wand, nur diesmal ist es eine Katzenplatte. Guck, und da fragt man sich, noch so eine Platte. Was hat eine Schildkröte mit einer Katze zu tun? Richtig. Was haben ein Rabe und ein Schreibtisch gemeinsam? Fragen, die nie beantwortet werden. Ist Frau Petri wirklich so scheiße oder tut sie nicht so? Jetzt gibt's hier noch eine Tür, die abgeschlossen ist. Oder ich einfach davor stehen bleibe. Ne, sie ist abgeschlossen. So. Geht im Westen die Sonne auf oder im Osten? Im Osten. Warum? Es ist nicht abgeschlossen. Yay. Ja, da standen wir nämlich schon mal vor. Ja. Und haben so getan, als wüssten wir noch nicht, dass die Tür abgeschlossen ist. Ja, der Fahrstuhl sieht auch sehr lecker aus. Man weiß ja auch immer noch nicht, ob das jetzt alles Blut ist, Rost oder kaputt oder einfach nur rot. Ne? Da der, zum Beispiel die Steine auf dem Boden, kann ja einfach ein roter Marmor sein oder so. Weiß man nicht. Roter Marmorkuchen wäre lecker. So mit rotem Zuckerguss. Mhm. Jetzt hab ich Hunger. Ich auch. Und es ist natürlich abgeschlossen. Da waren wir ja auch schon mal, ne? Warum sollte es nicht mehr sein? Da waren wir aber nur im normalen Silent Hill. Ach so. Jetzt geht's wieder zurück. Ding! Oh, das lädt schon wieder lange, das muss ja mal irgendwas heißen. Stimmt, warum eigentlich? Weiß ich nicht. Gegner laden. Ja. Erstmal ganz lange angucken. Vielleicht fällt sie ja von selbst um, man weiß es nicht. Ein Getränkeautomat, da kannst du irgendwas holen. Ach ja, kann man sogar. Spoil das doch nicht. Ach ja, weiß ich noch nicht, ob das so war. warum willst du jetzt eine Schrot... Was machst du denn da jetzt? Ich wollte nachladen. Und da, 111, ja, da war's. Das wussten wir irgendwie noch, warum auch immer. So, bevor ich die tot mache. Ach nee, nicht alles tot. Alter. Was heißt überhaupt sie? Ach so, das ist das erste Mal, wo ich mich bewege während des Kampfes. Und es ist ein Mann. Genau. Da haben wir das nicht gesagt. Das kann ja auch ein kranken Bruder sein. Kranken Bruder, ja. Kein Arzt. Dann hast du gefragt, wie das wirklich heißt. Dann habe ich gesagt, Krankenpfleger. Hör mal, wie dann ist ein UFO gekommen und dann bin ich mit dem Monster weggeflogen. Ja, so, jetzt ziehen wir uns ein paar Tonicoms aus dem Getränkeautomaten. Ja. Das ist sehr viel. Und auch umsonst, ne? Ja. Einfach, Alter. Ja, das ist interessant. Wir könnten natürlich auch so tun, als würden wir das gerade spielen. Diese komische, lass mal machen. Diese komische, unlogische Tür, die ins Nichts führt. Ja, warum ins Nichts? Das ist einfach nur dunkler. Nein, das ist aber kein Raum. Hä? Er hat keinen Namen. Entrance. Nein. Das ist auf der anderen Seite, weil das der Eingang in das Krankenhaus war. Das steht bei der Tür. Hat nichts mit dem Raum zu tun.
Ach ja, das ist der Keller, gehen wir jetzt noch nicht rein? Ja, den Keller gehen wir jetzt mal nicht rein. Lass erstmal hier gucken. Ja, ich gehe jetzt erstmal hier lang, so dupdidu. Ah, geh mal in die Tür. Okay. Aber mal sehen, was hier ist. Ah, oh, wieder so eine Platte. Ach, das ist doch der verdingste Raum, der durchwühlt wurde. Ah, stimmt. Und da hinten so, kann man speichern. Da kann man speichern, sehr gut. Eine Königin-Platte? Was hat eine Königin? Hä? Mit der Katze und der Schiff? Das war jetzt echt. Alter, das war... Aber das ist echt komisch. Was hat eine... Also vorher waren das wenigstens noch Tiere und jetzt plötzlich eine Königin und Schildkröte und eine Katze. Sind das nicht die Bremer Stadtmusikanten? Direktor.